Das Ziel war, die Schönheit der Erde zu zeigen, dem Besucher die Möglichkeit zu geben, die Erde wie ein Astronaut zu sehen. Die Erde, die eigentlich eben so zerbrechlich wie großartig, mächtig, kräftig, aber eben auch sensibel ist. Vor ungefähr 2 Jahren hatten wir die Idee, diese Ausstellung zu machen. Und wenn man jetzt reinkommt, sieht man dann diese Skulptur, diese Erdskulptur, die in bewegten Bildern das erste Mal in der Auflösung uns die Erde in dieser Vielfalt zeigt. Die Erdskulptur ist riesig. Mit einem Durchmesser von 20 Metern, das ist natürlich eine riesige Fläche, die wir hier bespielen müssen. Die Animation hat eine Auflösung von 58 Millionen Pixel. Das ist riesig, das ist das 7-fache eines konventionellen digitalen Kinos. Und deswegen müssen die Daten auch eine ordentliche Auflösung haben. Beim Satelliten bekomme ich das flächendeckend global. Am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum des DLR empfangen wir Satellitendaten, wir verarbeiten diese und archivieren sie in unserem Langzeitdatenarchiv. Es gibt Satelliten, die liefern uns Details am Boden im Bereich von wenigen Zentimetern. Andere Satelliten, die sehen Wellenlängenbereiche, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Dadurch können wir den Wasserdampf in der Atmosphäre sichtbar machen. All das ist in dieser Kugel zu erkennen. Eine wahnsinnig schöne ästhetische Dynamik. Ein ganzes Team hat daran gearbeitet, all diese verschiedenen Datensätze zu einer virtuellen Erde zu kombinieren. Und wir haben mit virtuellen Kameras dieses 3D-Modell der Erde abgefilmt und so genau die Animation erzeugt, die wir für die Projektion benötigt haben. Es ist eine Begegnung von wissenschaftlicher Bildwelt und poetischer Sicht. Man sieht die Feuchtigkeit in der Bewegung, den Tag- und Nachtrhythmus, der uns vertraut ist. Wir können sehr, sehr schön auf unserer Erdskulptur den Verlauf der Bruchzonen erkennen. Die Stellen, an denen neues Material entsteht. All das, dieser ganze Reichtum von Geschichten, den wir hier haben, der ist nur auf einem Planeten möglich. Und nun sieht man den Planeten und sieht ihn plötzlich in Bewegung. Wir arbeiten seit Jahren mit Satellitendaten und sind den Anblick gewohnt. Aber als ich dann vor dieser riesigen Erdskulptur im 100 Meter hohen Gasometer stand, da war ich schwer beeindruckt. Das ist ein völlig anderer Eindruck, den man wahrscheinlich so sonst nur im All bekommt.